Über Corona habe ich angefangen, mit Öldrucken zu arbeiten. Das heißt, es sind Papiere, die färbe ich mit Ölfarbe oder Ölsticks ein, streiche sie aus und nehme sie dann wie eine Blaupause, wie eine Matrize, indem ich das sich auf der linken Seite eines Papieres zeichne. Und dadurch generiert sich ein Abdruck. Je nachdem, wie frisch die Ölfarbe ist oder wie stark sie aufgetragen ist, sind die Linien fetter, brüchiger und ich sehe jede Arbeitsspur. Das heißt, wenn ich sehr schnell und sehr impulsiv arbeite, sind mehr Abdrücke da. Wenn ich sehr konzentriert, sehr geradlinig, wie zum Beispiel bei den Rastern, bemühe ich mich sehr sauber zu arbeiten, was mal mehr, mal weniger gelingt, weil es Monotypie heißt, ein Abzug. Es gibt nur ein Original, es ist keine Form von einer Vervielfältigung. Und insofern ist es auch immer ein Risiko. Ich mache das Raster, ich drucke das mit den Ölfarben ab, lasse es leicht antrocknen und fange dann im gleichen Verfahren, dass ich es wieder mit dem Bogen abdecke, durchzeichne, arbeite ich immer Stück für Stück weiter. Wenn was gar nicht hinhaut oder wenn ich mich sozusagen verschrieben habe, muss ich nachher überlegen, kann ich eine Korrektur machen? Kann ich keine Korrektur machen? Was passiert damit? Und ich reagiere damit auf meine eigene Arbeit oder auf meine eigenen Fehler. Das ist der Prozess des Arbeitens.